So, bevor mir der Fehler nochmal passiert, der mir schon mal passiert ist, dass ich einen Panzer verkauft habe, bevor ich das Review zu ihm gemacht habe, mache ich das Review jetzt. Zum Typ T34 chinesischer Tier 5 Medium. Ich habe ihn damals mit Free XP komplett erforscht, also von Tier 1 bis Tier 5 komplett durcherforscht. Als ein Event war mit dem Typ T34, Churchill 1 und Sturmgeschütz 3, jeweils 20 Kills, gab es glaube ich 7 Tage Premium dafür. Habe ich die Free XP hier eingesetzt, um den Panzer zu erforschen. Muss sagen, der Panzer macht richtig viel Spaß. Zum Forschungsstrang selber. Die Ketten sind wie immer Priorität. Nach den Ketten ist es leider, so bitter es ist dann der Turm und dann die Kanone. Also die Kanone ist auf jeden Fall erste Wahl, die 57 mm 55-57 FG. Aber zu der Kanone komme ich nachher noch genauer. Nach der Kanone kommt dann der Motor und das Funkgerät. Und das war eigentlich schon der Forschungsbaum. Wie man sehen kann, ist der im Vergleich zum russischen Gegenstück, dem T-34, sehr, sehr mager. Also hier gibt es deutlich mehr. Das sind alleine schon mal 4 Kanonen, die der T-34 zu bieten hat. Aber der Typ T-34 hat noch andere Vorteile, aber auch Nachteile. Also die Gun Depression auf dem Panzer ist sehr schlecht. Man kriegt die Kanone nur sehr, sehr sehr wenig runter. Dafür hat er andere Stärken. So, 450 Hitpoints im Vollausbau, wiegt 32 Tonnen, so wie ich ihn zusammengebaut habe, 29,15 Tonnen, hat 500 PS, eine Höchstgeschwindigkeit von 55 km/h. Er wirkt sehr behäbig, also diese 55 km/h kommen einem nicht vor wie 55 km/h, sagen wir es mal so. Dreht mit 42 Grad in der Sekunde. Das ist ein annehmbarer Wert. Die Turmdrehgeschwindigkeit mit 48 Grad kombiniert mit der Wendegeschwindigkeit der Wanne ist hervorragend. Also ausgezirkelt oder um einen rum fährt hier keiner. Sorry. Wannenpanzerung 45 vorne, 45 an der Seite und 40 am Heck. Und wie man sehen kann, ist hier alles unter sehr hohem Winkel, was den Panzer sehr gut zum Anstellen eignet. Also wenn man den Panzer in dem Winkel anstellt, bounced extrem viel. Insofern auf die Wanne geschossen wird, der Panzer ist auch leicht am Turm zu durchschlagen, speziell diese Kommandantenkuppel, aber da kommen wir gleich im Panzerungsmodell noch drauf. Der Standardschaden 64 bis 106 ist recht gering. Die Durchschlagskraft 84 bis 140 ist sehr gut. Feuerrate 26,09 Schuss ist natürlich extrem hoch. Sichtweite 350 Meter ist nicht umwerfend, aber sie ist ausreichend. Funkreichweite 525 Meter reicht für Tier 5 auch noch gut aus. So, was habe ich hier eingebaut? Ich habe hier eingebaut eine Lüftung, ein Scherenfernrohr und einen Waffenrichtantrieb. Und das aus folgendem Grund. Wenn wir hier die Kanone angucken, die Kanone, wie gesagt, 26,09 Schuss die Minute, 112 Durchschlag mit regulärer Munition, ein mittlerer Schaden von 85. Die Kanone, die durchschlägt auf ihrer Stufe eigentlich ohne Premium-Einsatz alles. 189 mit Premium-Munition und auch eben 85 Schaden pro Schuss. HE-Munition habe ich hier bei dem Panzer überhaupt nicht eingesetzt, weil der Schaden einfach zu gering ist. Wir haben eine Genauigkeit von 0,34 auf 100 Meter bei einer Zielerfassungszeit von 2,3 Sekunden. Und da ist der Knackpunkt, warum ich bei dem Panzer jetzt keinen Ansetzer eingebaut habe. Ich habe es mal getestet, mit Ansetzer lädt der Panzer in 1,9 Sekunden nach und zielt aber 2,3 Sekunden ein. Von dem her, oh, schau mal einer an. Gefecht mit dem Churchill beendet, mal ausnahmsweise eine Niederlage. Also die Kanone lädt dann einfach viel zu schnell nach für die Einzelzeit.
Von dem her habe ich den Ansetzer wieder ausgebaut und stattdessen das Scherenfernrohr eingebaut. Dann kann man auch über größere Entfernungen mal spotten gehen, ihn als Scout einsetzen. Und die Nachladezeit müsste dann irgendwo bei 2,1 Sekunden sein. Also es sind dann fast, also man kann fast durchgehend schießen. Man muss immer noch so ein paar Millisekündchen warten, bis dann der Zielkreis komplett geschlossen ist. Die Beladung habe ich hier gewählt mit 50 Schuss regulärer Munition, 50 Schuss Premium. 50 Schuss Premium braucht man aber eigentlich nicht wirklich. Ich habe die nur drinne, wenn es dann mal gegen 7er geht. Da wende ich dann auch mal gerne die Premium-Munition an. Von den Verbrauchsgütern habe ich hier drinne Handfeuerlöscher, kleine Ersatzteilkiste, kleine Erste-Hilfe-Kasten. Er brennt zwar nicht oft, aber ab und an schon, und deswegen ist der Feuerlöscher noch drinne. Wie man vom Aufbau des Panzers hier sehen kann, Heckmotor. Hinten sind die Antriebszahnräder, also es ist ein heckgetriebener Panzer. Nicht so wie bei den Deutschen, dass Frontaltreffer hier automatisch zu einem Ausfall vom Motor führen. Wir haben dafür andere diverse Weakspots hier, die Fahrerluke, also die Fahrerluke durchschossen, geht direkt der Fahrer schlafen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube bei Treffer auf die MG-Blende ist es dann der Funker. Kommandantenkuppel, wie immer ganz klar, der Kommandant hier außen im Turm, in der Seite sitzt der Richtschütze und Moment, der Panzer hat, wie ich gerade sehe, der hat gar keinen Funker. Der Funker wird vom Kommandanten mit übernommen, das heißt hier unten ist keiner. Sorry, das war eine Fehlinformation von mir jetzt. Aber Crewausfälle habe ich bei dem Panzer auch nicht wirklich oft. Entweder ist er direkt komplett kaputt oder er bounced sehr, sehr viel. Zur Crew, ganz normale Medium-Skills, wie bei fast allen Mediums von mir. Im Kommandant, erster Skill, sechster Sinn, der Rest lernt Reparatur. Im zweiten Skill wäre ich dann auf die spezifischen Eigenschaften eingegangen. Der Kommandant hätte auch Reparatur gelernt. Der Fahrer Geländespezialist, der Funker. Moment mal. Okay, der Panzer hat keinen Richtschützen. Das heißt, hier oben sitzt im Turm der Ladeschütze, hier unten doch der Funker. Kann passieren. Die Richtschützenfunktion übernimmt somit hier der Kommandant. Der Ladeschütze lernt sichere Lagerung, Funker Weitsicht und der Fahrer Geländespezialist im dritten Skill, insofern man ihn dann so lange spielt, wäre anzuraten, der Waffenbrüder, um die Gesamtfähigkeiten nochmal zu pushen. Ansonsten habe ich jetzt, glaube ich, soweit alles und dann gehen wir direkt über zum Panzerungsmodell. Das ist unser Panzerungsmodell vom Typ T34. Der negative Richtwinkel, den ich angesprochen hatte, das ist minus 5 Grad, also das ist hier momentan alles, was geht. Diesen Richtwinkel, den erhält er sich allerdings auch übers Heck, wie man sehen kann. Also da wird nicht eingeschränkt. Und zur Panzerung. Diese Stoßkante an der Front hier, wo obere und untere Panzerplatte zusammengesetzt werden, hat 90 mm. Die Turmfront 52, Seiten ebenfalls 52 hier unten. Der Turmdrehkranz auch 52 mm. Die Wanne und Kommandantenkuppel sind mit 40 mm, also frontal und seitlich gepanzert. Die Wanne ist komplett, also auch inklusive hinter den Ketten mit 45 mm gepanzert. Hier unterhalb der Stoßkante vorne auch wieder 45 mm. Das heißt, obere und untere Plan vereinen sich hier und logischerweise 45 mm mal 2 ergibt 90 mm.
Und damit haben wir dann hier vorne diese Stoßkante. 40 mm ist das Heck und ich nenne es mal Aufbau, also diese Erhöhung hier hinten im Heckbereich, wo der Motor drunter sitzt. 20 mm Schottpanzerung sind hier die Ketten, also die Ketten fungieren hier nochmal als 20 mm Schottpanzerung. Das Heck von oben mit 20 mm im Turmbereich, also unterhalb des Turms, sage ich mal, auch 20 mm. Allerdings ist das ja kaum zu treffen. 16 mm hat der Turm von oben, also ist auch ein Panzer, der Artillerietreffer nicht wirklich genießen kann. Insofern sie von oben aufschlagen, durchschlagen sie auch meistens. Mit 15 mm wird hier die Kanone angegeben und 0 mm müsste hier hinter der Kommando. Ja, hier haben wir noch die Kanonenblende mit 52 mm und dahinter ist direkt wieder luftleerer Raum. Mal gerade sehen. Die Kanonenblende hier außen hat auch 52 mm, das heißt, wir kommen zusammen mit unserer Schottpanzerung, wie man hier sehen kann, stellenweise auf 104 mm Panzerung, das ist sehr gut, aber seitlich eben sehr leicht zu durchschlagen und die große Kommandantenkuppel ist auch sehr leicht zu treffen. So, das war eigentlich schon wieder alles zur Panzerung vom Typ T-34. Zum Anwinkeln würde ich ihn so empfehlen. Er lässt sich durch diese spitze Form, durch diese typische Form von der T-34-Baureihe auch sehr schön um Hausecken spielen. Immer wieder nur kurz vorfahren. Im Regelfall werden die Schüsse hier oben auf der Panzerplatte gebounced. Man muss allerdings vorsichtig sein, dass er hier unten nicht die Kette treffen, sonst geht die Kette hier flöten und man steht an der Hausecke fest, also an der Hauswand festgenagelt und kann dann einen für einen anderen Treffer hier durch die Kette bekommen, außer man nutzt das Reparaturkit. Sidescrappen geht auch hervorragend durch diese abgeschrägte Form, kann man sehr schön rausfahren und seitliche Treffer bouncen. Das ist gar kein Problem. Findige Spieler schießen dann allerdings hier rein, zwischen diesem kleinen Bereich durch hier, zwischen Turmdrehkranz und Wanne, schießen die hier hinten in den Heckaufbau. Ist schwer zu treffen, meistens sind es Glückstreffer und vorwiegend wird auf den Turm geschossen bei dem Panzer. Somit sind wir durch bei der Panzerung und kommen nochmal zu einem Replay. Greetings. So. Der Teil mit Schießen, der interessante Teil, wo man auch den Panzer mal in der Praxis beobachten kann. Auf der Karte Komarin, wir haben hier eine Siegchance von 45%, ein Tier 5 Gefecht mit fast allem nur Tier 5. Wir sehen vom Matchup her, sind wir etwas im Nachteil. Der Gegner hat einen Fünfer mehr, aber noch machbar. Ich fahre hier mit dem T-34 direkt in die Mitte von der Karte, weil ich hier meine angeschrägte Panzerung gut zum Einsatz bringen kann und in alle Richtungen wirken kann. Hier ist der Crusader, der uns hier anfangs überholt hat, einfach zu leicht, um die Panzersperre zu durchbrechen, fährt jetzt hier durch die Lücke, die bereits geschaffen wurde und ich bahne mir meinen eigenen Weg. Gegnerischer KV-1 hat den Weg auf die Insel jetzt auch gefunden. Schieß hier durch die Turmfront, dann KV-1, der zweite prallt ab. Kassier hier direkt zwei Abpraller, wie wir sehen können. Einmal ein KV-1, einmal ein AMX-38. Der gegnerische T-34 kommt auch auf die Insel. Und das ist der erster Gegner, der hier richtige Probleme machen kann, weil er die gleiche Kanone nutzt wie ich auch. Die heißt bloß CIS-4, also ein anderer Name. Ansonsten aber die gleiche Kanone. Ich versuche hier von hinten an den Panzer ranzukommen. Mir gelingt nochmal ein Schadenstreffer.
Unser T49 fährt hier aggressiv nach vorne, das kann nicht funktionieren. Ich ziehe mich wieder zurück, gehe auf die andere Seite, um hier zu supporten. Leider zieht sich der eigene KV-1 hier zurück. Ich schieße noch einmal blind in die Richtung, wo der KV-1 war. Das ist allerdings kein Treffer mehr gewesen. Es war auch klar, dass es kein Treffer mehr wird, weil der Schuss einfach zu hoch ging. Nutze hier den T34 aus dem eigenen Team als Deckung und schieße den KV-1 in die untere Wanne. Und versuche ihn hier abzuschießen, aber aufgrund des Seitenfeuers, was ich hier bekommen habe, ziehe ich mich zurück, weil ich ganz genau weiß, dass der nächste Schuss mit hoher Wahrscheinlichkeit dafür sorgt, dass ich hier ausgeschaltet werde. Zerstöre hier diese Mauerreste, um den T25 beschießen zu können. Wie man sehen kann, ist die Feuerrate enorm hoch auf dem Panzer. Ich habe hier einen Reload in 2,16 Sekunden. Und aufgrund dessen nutze ich auch den Ansetzer nicht mehr, weil der Panzer ansonsten so schnell schießt, dass die Einzielzeit nicht mehr ausreicht. Hier noch ein Blindshot auf den Crusader. Möglicherweise getroffen, sieht man dann erst später in der Kampfberichtauswertung. Links geht jetzt der T25 wieder durch. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall supporten. Der erste Schuss mit Vorhalte ging daneben, weil er unerwartet gestoppt hat. Der zweite trifft. Da war der Stock KV-1 aus dem Gegnerteam, der mich auch bereits einmal getroffen hatte. Ich gehe jetzt langsam vor. Versuche hier irgendwelche Ziele zu beschießen, was leider nicht möglich ist. Und ziehe mich wieder zurück. Konnte hier auch im Schirmfernrohr nichts aufklären, weil ich einfach zu weit hinter den Büschen stand. Also der Gegner, also die Büsche haben den Gegner auch vor meiner Sicht gedeckt. Wollte allerdings nicht weiter vorfahren, um zu vermeiden, dass ich hier selber nochmal beschossen werde. Aber es war bisher auch schon zu sehen, dass er aufgrund der guten angeschrägten Panzerung der Panzer durchaus fähig ist, einiges zu bouncen. Auch von stärkeren Kanonen. Ich wechsle jetzt hier die Flanke. In der Mitte steht der Panzer-Selbstballer FT4C mit einem sehr großen Sichtbereich. Dann steht ein KV-1, der auf die Insel Panzerung bringt. Und eine recht starke Kanone. Von dem her ist meine Anwesenheit auf der Insel nicht mehr notwendig. Und ich bewege mich auf die rechte Flanke, wo nur noch ein Panzer steht und zumindest drei Gegner gespottet waren. Fahre hier zwischen den Häusern durch, bewegt mich langsam vorwärts, um hier die Gegner aufzuklären, was mir hier gelingt. Fordere hier Unterstützung auf das Sturmgeschütz 3 an und schießt dabei nicht, aber den Panzer 4, den muss ich hier natürlich aus dem Match nehmen. Ziehe mich sofort zurück in das Haus. Warte einige Zeit ab, um sicher zu gehen, dass dieses eventuelle Spotting, was ich hier erhalten habe, weg ist.
fahre wiederum vor. Sehe, dass das Sturmgeschütz auf meine letzte Position zielt. Also ich war hier definitiv gespottet. Der zweite Schuss geht leider daneben. Hätte ich länger einzielen müssen. Bekomme hier einen Treffer vom Wolverine. Ziehe mich relativ weit zurück. Halte die Häuser zwischen mir und dem Wolverine und versuche mich ein bisschen anzuwinkeln gegen das Sturmgeschütz. Aktueller Stand 9:9. 1052 Schaden habe ich schon gemacht. Plus minus eventuellen Blindshots, die aber wie gesagt erst im Nachhinein zu sehen sind. Ich habe nur noch 15 Hitpoints. Kann hier aber nicht raus, um zu supporten, weil dieses Sturmgeschütz noch vor mir steht. Das heißt, das muss jetzt erstmal weg. Da der mich glücklicherweise vollkommen ignoriert, kann ich hier den Abschuss sicherstellen, fahre etwas raus und schieße hier einfach nur in den Boden. Also schlecht gespielt von mir. Ich hätte hier definitiv besser supporten können, allerdings hat der Panzer 3-4 von uns noch volle Hitpoints, also das war jetzt nicht so dramatisch. Der hätte durchaus noch einen Treffer kassieren können. Wie man hier sehen kann, der B1 geht jetzt vor, aufgrund von der hohen Feuerrate und dem ausreichenden Durchschlag, oder sagen wir eher der bescheidenen Panzerung von der Panzerselbstfahrlafette 4C, kann er mit jedem Schuss penetrieren und zerstört hier die Panzerselbstfahrlafette 4C. Somit ist der Stand jetzt korrigiert, also von 9:9 auf 12:9. Wir sind auf der Gewinnerseite. Ich nähere mich der gegnerischen Basis von Westen, versuche hier durch die Büsche eventuell aufzuklären. Allerdings ist davon auszugehen, dass der Gegner hier komplett im Wald steht. Das heißt, keine Chance für mich, irgendwas aufzuklären. Von daher ziehe ich mich noch mal ein bisschen zurück. Und jetzt kommt der gegnerische T-49 raus, allerdings außerhalb meiner Sichtweite. Und ich nähere mich jetzt dem gegnerischen Cap. Bewege mich dabei hinter den Büschen. Unser Panzer 3-4, der noch Full HP war, der ist abgesoffen, also der ist durchs Wasser gefahren, hat getestet, in welchen Stellen man Co-Marine seinen Panzer versenken kann und hat offensichtlich eine gefunden. Ich nutze das Panzerwrack hier als Deckung und warte darauf, dass der Gegner hier nochmal gespottet wird. Wir haben noch eine Minute bis zum vollständigen Cap. Ich befinde mich hier durchaus in einer Position, wo ich den B1 supporten kann. Das einzigste Manko, was ich habe, sind nur noch 15 HP. Allerdings kann ich diese 15 HP einsetzen, indem ich den T-49 daran hindere, den B1 zu beschießen und in einer Situation aus der Deckung fahre, in der er mich dann beschießen muss und nicht auf den B1 wirken kann und somit auch nicht den Cap resetten kann. Also die Möglichkeit, dass ich meinen Panzer hier opfere dafür, dass der T-49 muss das Match nicht nimmt. So, hier die Situation wie angesprochen. Ich beschieße den T-49, der dann natürlich auf mich zurückschießt und somit nicht auf den B1 schießen kann. Und das Match ist gewonnen aufgrund der Cap-Zeit. Also hier durchgecapt durch eine kleine Raffinesse, sage ich mal. Hiermit das Gefecht gelaufen und wir kommen direkt zum Kampfbericht. Hiermit wären wir dann beim Kampfbericht. Ein Sieg, 30.757 Credits, 2160 Erfahrung. Das war ein Tagessieg mal 2. Hier gehen wir nochmal zurück. Wir haben, wie wir sehen, den Crusader nicht mehr getroffen, auf den ich blind geschossen hatte. Sortieren nach Erfahrung, haben hier 1307 Schaden gemacht, 3 Kills, 720 Erfahrungen und im detaillierten Bericht sieht das dann so aus. 27 Schuss abgegeben, 20 getroffen, 18 mit Durchschlag,
1307 Schaden, selber 7 Treffer erhalten. Davon gingen 5 durch, 2 waren keine Durchschläge. Potenziell erhaltener Schaden 720 bei einem Panzer, der 450 Hitpoints hat, also ein ganz anständiger Wert. Wir haben einen Gegner aufgeklärt, 7 beschädigt, 3 zerstört, 13 Schaden durch Aufklärung erhalten, also minimal, aber das Gefecht gewonnen. Und unterm Strich blieben uns 26.599 Credits, 1080 Erfahrung einfach erhalten und das Ganze mal 2 ergab 2160 Erfahrung. Damit sind wir durch mit dem Typ T34 How-To. Ich hoffe, es war hilfreich für euch, hat Spaß gemacht anzuschauen. Der Panzer lohnt sich in meiner Meinung nach in jedem Fall. Ich habe ihn zwar verkauft, aber das liegt auch daran, weil es einfach nur ein Eventpanzer für mich war, den ich mal aus Eventgründen gekauft hatte. Und ich die chinesische Linie noch nicht gedenke zu spielen, also vielleicht im späteren Verlauf mal, aber momentan ist es auf jeden Fall keine Priorität von mir und von daher hat er jetzt einfach einen Garagenplatz frei gemacht. Die Crew habe ich behalten, also von daher bin ich auf jeden Fall in der Lage, die Nachfolgepanzer zu spielen, da beides sind, glaube ich, 2, sind auf jeden Fall erforscht. Typ T34 hat meine Garage mit Elite-Status verlassen. Tja, das war's auch schon. Ich hoffe, es hat gefallen. Es war hilfreich. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Spielen. Würde mich über Likes und über Kanalabos freuen. Und in diesem Sinne melde ich mich.